Soziale Isolierung. Großdemonstration. Aggression. Sozialangebotkürzung. Streichung finanzieller Mittel. Über die Problematik zu debattieren. Widerstand. Sozial benachteiligte. Heftigen Ausschreitungen. Polizeikräfte. Ausgangssperre. Vorgenommene massive Streichung finanzieller Mittel für die sozial benachteiligte Bevölkerung löst starke Aggressionen seitens der Betroffenen in der Agglomeration aus. Seit den neuesten Ausschreitungen in den Außenbezirken wurde die Zahl der Polizeikräfte nochmals erhöht. Dies stößt jedoch auf Widerstand. Die Menschen am Stadtrand befürchten dadurch eine noch größere soziale Isolierung. Wir schalten nun live zu unserer Korrespondentin vor Ort. Wie ist die Lage? Ja, die Krawalle breiten sich immer weiter aus. Soeben habe ich mit Ortsansässigen gesprochen, die für morgen trotz der geltenden Ausgangssperre eine Großdemonstration angekündigt haben. Die Jugendlichen wollen gegen Sozialangebotkürzungen demonstrieren. Da sie jedoch keine Möglichkeiten in einen politischen Ausdruck mehr sehen, friedlich über die Problematik zu debattieren, muss man auch morgen wieder mit heftigen Ausschreitungen rechnen. Für Kontra 3, Stefanie Forster. Hey, Moment, das ist auf die Easy angeht. So ein Bullshit, ich sitze doch nicht einfach rum und warte! Er hat recht, den verfluchten Wichser zeigen wir es. Sind die eigentlich auch etwas anderes als nur ein Scheiße labern? Was, Mann, mach doch auf, wir sind doch nur ein Störfaktor für dich! Klar, wenn ihr nur könnt brückeln! Du musst gar nicht sagen, bei dir ist alles easy. Ja gut, komm wieder oben runter. Das ist doch wahr, drinnen ist alles in Ordnung und wir sind die Verarschten. Genau darum ist jetzt Schluss damit. Haben sie jetzt eigentlich voll ins Hirn gevögelt? Wo ist denn das Ding her? So ein verdammtes Arschloch. Hast du eigentlich gemeint, das ändert etwas? Hey, pack den Scheiß weg! Mann, fick dich schon nicht dabei! Voll Idiot. Ich muss gehen. Ich möchte nicht, dass du da mal mitmachst. Bleib mal an die Heim. Papi, wenn mit der Unterstützung für die Aussenquartier immer mehr kürzen, dann ist doch kein Wunder, dass sie sich anfangen zu wehren. Du kannst doch einfach die Augen verschliessen und alle Probleme wegschäufeln. Schätzli, die Randalen stellen ja nicht einmal Forderungen. Es wird Zeit, dass jetzt etwas unternommen wird. Du musst mir gar nicht Schätzli nehmen. Genau wegen solchen Typen wie dir reagieren sie ja so. Wenn sie ihre Probleme friedlich wegkommen, dann lassen sie sowieso kein Schwein zu. Du hast eigentlich noch nicht begriffen, dass auch du eine soziale Verantwortung hast.